Heute in der Folge schauen wir uns mal ein bisschen die Quallenfelder an, wie man sich die in Minecraft natürlich basteln kann. Als Tutorial sind die mal ein bisschen knifflig, von daher gibt es heute mal nur so ein kurzes Video, so als kleine Inspiration für die Quallenfelder. Von daher, schnappt ihr deine Blöcke und dann geht's los. Wir befinden uns heute wieder auf unserer SpongeBob-Welt und wollen anfangen jetzt mit den Quallenfeldern. Natürlich kann man die Quallenfelder nicht ganz einfach so als Tutorial sich hier, sag ich mal, hier hinbasteln, da das Ganze hier natürlich eine natürliche Umgebung ist. Und wer hat schon mal probiert, die Natur zu erklären, da wisst ihr, geht ja meistens in die Hose. Trotz alledem wollen wir natürlich die Quallenfelder bauen. Aber wie macht man das denn am besten auf einer super Flachwelt, wenn man natürlich jetzt hier, sag ich mal, wie bei mir, keine Erde hat? So, dafür gibt es halt diesen coolen Block hier, und zwar diesen Kopierblock. Und den nehme ich jetzt einfach mal. Denn ich habe mir gedacht, die Quallenfelder baue ich mir jeweils, sag ich mal, immer in ein 64x64er Feld. Ne, dass wir, sag ich mal, hier diese schöne Fläche haben. Und man kann ja in Minecraft sich die Koordinaten anmachen. Bei mir habe ich die oben an. Ihr seht das ganz gut hier. Zack, da kann ich jetzt überall hinfliegen und sehe genau, wo weiß, welcher Block sich halt befindet. So, da gucke ich natürlich jetzt hier in mein Feldchen einmal rein. So, jetzt muss ich natürlich hier einmal die Ecke finden. Wenn ich natürlich meine Ecke gefunden habe, muss ich mir meine Zahlen, die da oben sind, natürlich einmal abschreiben. So, was haben wir da? Minus 129, 42 und die 178. So, ich schreibe mir das hier einfach mal kurz auf dem PC auf. So, fliegt dann natürlich wieder zu meiner anderen Ecke, da wo mein Kopierblock ist. So, den kann ich dann einmal wegmachen, gehe auch wieder hier ins Loch rein und muss mir die Zahlen wieder einmal abspeichern. Wenn man dann seine Koordinaten hat, heißt es dann wieder in Chat-Menü. Und jetzt werden wir natürlich wieder einen Command benutzen. Und heute nehmen wir den Fill-Command. Jetzt müssen wir natürlich unsere Koordinaten nehmen, die wir hatten. Dann müssen wir natürlich das nehmen, was wir aufgeschrieben haben. Und das sollte im besten Fall natürlich auch stimmen, falls ihr da natürlich jetzt die falschen Koordinaten nimmt, denn, tja, kann man damit auch viel Mist machen. 42 und die 115. So, meine Koordinaten sind da. Jetzt heißt es natürlich, was will ich mir da platzieren? Ich möchte mir natürlich Gras platzieren. Das wird dir alles schon mal vorgegeben an der Seite, also da kannst du die eigentlich nicht verschreiben. So, zack, hier ist mein Feld. Zur Sicherheit platziere ich mir dann hier nochmal einfach mal meinen Kopierblock. Da können wir auch nochmal hier 64x64 einfach mal machen. Ja, wie hoch ihr euch das, sage ich mal, abspeichern wollt, ist ganz euch überlassen. Ich nehme jetzt einfach mal 17 Blöcke. So, jetzt haben wir natürlich die Grünfläche. Bei der Grünfläche fangen wir natürlich jetzt an, das Ganze uns zu gestalten. Was ich natürlich jetzt, sage ich mal, hier rein wollte, ist ganz euch überlassen. Meine Empfehlung ist natürlich, das einfach kuddelmuddelig zu machen. Zuerst ganz grob sich ein paar Umrisse zu zeichnen. Zum Beispiel so in etwa, ne? Ihr zeichnet euch einfach erstmal ein paar grobe Grundrisse an und von da aus baut ihr dann, sage ich mal, eure Hügelchen. Ihr könnt auch kleine Flächen machen. Also wie hoch ihr das euch baut, ganz euch überlassen, ne? Da könnt ihr euch austoben, wie ihr möchtet. Zum Beispiel so habe ich jetzt erstmal mir über meine Hügelchen gebaut. Wenn man den ersten Schritt gemacht hat, sich die ersten Plattformen zu zeichnen, geht es wieder weiter, indem ihr jetzt nicht unbedingt noch weitere Plattformen macht, sondern natürlich ein paar Steinchen noch hinsetzt. Und bei SpongeBob in den Quallenfeldern haben die Steine meistens so hellblaue Keramik, also so die Farbe davon. Passt da ganz gut. Jetzt könnt ihr euch da natürlich verschiedene Steinformationen basteln, wie ihr wollt. Ihr könnt auch erstmal nur mit ganz klein anfangen. Einfach willkürlich könnt ihr die jetzt hier reinschlagen oder einfach raufsetzen. Das ist jetzt, sage ich mal, egal. Das ist ja alles natürlich so ein bisschen. Und schon habt ihr den ersten Stein hier. Bei diesen Steinen, sage ich mal, in den Quallenfeldern setze ich mir noch ein paar Ranken einfach mal rauf. Die wachsen natürlich normalerweise weiter. Dagegen hilft eigentlich, wenn ihr da so einen Konstruktionsleere-Block einfach aufsetzt. Ihr könnt auch einen Barriere-Block setzen, aber bei den Dingern hier könnt ihr sogar noch durchfliegen. Finde ich ganz angenehm. Sonst könnt ihr auch natürlich auch noch ein paar Seepocken einfach mal rauf platzieren. Nehmt dafür einfach ein paar Steinknöpfe, wenn ihr das machen wollt. Und dann kann man sich da wieder ein bisschen austoben bei seinen Steinchen und da so viel machen, wie man möchte. Man kann auch gar nichts hin machen, aber wenn man gar nichts hin macht, ist es immer so ein bisschen kahl, ne? Und wenn es kahl ist, dann sieht es immer ein bisschen doof aus. Von daher können wir hier ruhig ein bisschen Deko machen. Bei diesen Quallenfelder-Etappen, was man, sag ich mal, sich hier macht von Feldern und so, kann man natürlich auch immer gerne Szenen darstellen von SpongeBob. Ne, im Moment, da kann man noch irgendwelche, ja, Folgen-Episoden, sag ich mal, mit reinbauen, dann sollte man es immer machen. Jetzt für diese Szene habe ich mir noch nicht wirklich was überlegt. Ich mache jetzt erstmal mir überall Gras hin, damit das Bild auch sich schon mal ein bisschen hervorhebt. Überall ein bisschen Gras platziert. Jetzt sieht man schon die Stellen, wo man natürlich noch ein bisschen ausblenden kann. Immer da, wo es noch frei ist, da kann man noch ein bisschen was basteln. Hier zum Beispiel hätte ich gerne auch irgendwie einen riesigen Stein. Und da machen wir wieder das gleiche Spiel wie auch mit den ganzen Hügeln. Die zeichne ich euch jetzt erstmal grob vor. Könnt ja gucken, wie es euch dann gefällt. Und dann geht es so langsam ran, dass ihr das dann natürlich auch nach oben baut. Allzu groß mache ich meine Berge auch mal nie. Na, guck mal, so ein kleiner Berg, der reicht ja auch schon völlig aus. So, noch ein paar Seepocken hin, dann passt das Ganze. Schick, fertig ist er. Wer will, kann natürlich dann auch an die Berge auch noch ein bisschen grüne Flächen an die Seiten bauen. Das sieht auch immer nicht schlecht aus.
Fürs Erste reicht es mir hier mit meinen Grünflächen und Bergen und Steinen für so eine Plattform. Als Nächstes kann man natürlich noch mal eine weitere Sache verfeinern. Und zwar sieht natürlich doof aus, wenn an den Kanten, da am Rande eures Quallenfeldes, alles einfach so glatt ist. Nimm dir jetzt ein bisschen Sand und dann tauscht hier einfach ein paar Blöcke aus und macht dir das hier, so wie ich es hier drüben schaffe, so einen kleinen Wellenform. Einfach so ein bisschen Sand, das, sag ich mal, hier ins Quallenfeld ein bisschen mit reingeht. Ich würde sogar jetzt schon so weit gehen, nicht nur eine Seite mich hier zu machen, sondern das wird bei mir an sich ein normales ein Eckenfeld bei den Quallen. Das heißt, ich mache mir einfach mal zwei Ecken hier, wo, sag ich mal, der Sand so ein bisschen mit reinläuft. Simpel und einfach kommt man hier zu seinem Quallenfeld. Ne? Da muss man sich gar nicht mal so doll anstrengen und dann habt ihr hier schon ein perfektes Teil. So, das speichere ich mir einfach mal kurz unter U ab. So, jetzt können wir nochmal gucken. Das ist also jetzt hier mein Quallenfeld, was ich mir hier so ein bisschen gebastelt habe. Jetzt fliege ich einfach mal zur anderen Seite, weil ich möchte es gerne hier zur anderen Seite haben. Wenn ihr euch das natürlich jetzt hier nochmal setzen wollt, müsst ihr eigentlich gar nicht mehr allzu doll zählen. Halt nur 64 Blöcke immer vom nächsten Kopierblock entfernt. Jetzt müssen wir uns natürlich noch ein bisschen drehen. Na, das war jetzt falsch gedreht, aber ist nicht so wild. Wir haben ja, sage ich mal, ein Viereckformat. Da kann man ja so oft drehen, wie man möchte. So, jetzt hat es geklappt. Jetzt habe ich mir genau die Ecke so gedreht, wie es halt ist. Und das ist auch, sage ich mal, ein bisschen spiegelverkehrt. Also ihr habt das nicht 1:1 wie auf der anderen Seite bei mir. Und so könnt ihr euch natürlich jetzt ganz viele Felder bauen. Eins haben wir natürlich jetzt zum Schluss noch nicht gemacht. Und zwar natürlich die Quallen noch gebaut. Die sind eigentlich ganz einfach bei mir. Einfach ein Glasblock und ein bisschen Zauntor. Und schon habt ihr, sage ich mal, eine tolle Qualle. Bei SpongeBob gibt es natürlich auch Quallen in verschiedenen Farben. Bei mir mache ich mal erstmal einheitliche. Einfach mal ein paar schöne rosane. Und ja, die sind halt ganz einfach aufgebaut. Und die könnt ihr euch hier verteilen, wo ihr wollt. In jede Richtung, in jeder Höhe. Jetzt sind wir natürlich schon wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt kannst du natürlich anfangen, deine Quallenfelder zu bauen. Wir werden natürlich noch ein, zwei weitere Videos zu den Quallenfeldern noch produzieren. Kommt natürlich darauf an, was wir da reinbauen wollen. Von daher schreibt jetzt gerne mal ein paar Vorschläge für die Quallenfelder. Was brauchen die Quallenfelder? Wo könnte man vielleicht sogar ein Tutorial zu machen? Schreib's mal rein und dann schauen wir, was wir in Zukunft basteln. Andernfalls findest du noch oben in der Infobox noch weitere tolle Videos, wenn du da noch ein bisschen was basteln möchtest. Sonst vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Bleibst du immer auf dem laufenden Stand. Und dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.